Möchten Sie den Schnuller bei Ihrem Kind abgewöhnen, wissen aber nicht wie? Ich kann Ihnen eine leicht umzusetzende und sehr erfolgreiche Methode anbieten. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Ich möchte Sie an meiner langjährigen Sprechstundenerfahrung teilhaben lassen und tue dies über solche Videos. Auf meiner Webseite kinderarztvombodensee.de finden Sie eine alphabetische Auflistung aller über 200 Videos zu den verschiedensten Themen aus der Sprechstunde. Werfen Sie gerne auch einen Blick darauf und wenn Sie meine Arbeit gut finden, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Kanalabo und wenn Sie mich weiterempfehlen. Den Schnuller abzugeben ist nach meiner Erfahrung eher selten ein leichter Schritt für Kind und Eltern. Deshalb ist es in der Sprechstunde ein häufiges Thema, für das ich eine Lösung habe. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das trifft wörtlich auch für den Schnuller im dritten Lebensjahr zu. Denn dann braucht ein Kind tagsüber den Schnuller normalerweise nicht mehr so oft, vor allem wenn er nicht leicht zur Hand und aus den Augen ist. Das Einschlafen und Schlafen ohne ihn ist allerdings meist nicht problemlos möglich. Aber spätestens zum dritten Geburtstag hin ist eine prima Gelegenheit, ihn loszuwerden. Am besten funktioniert das, wenn dabei zwei wichtige Grundsätze beachtet werden. Erstens, dem Kind ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu geben. Und zweitens, Eltern haben mit dem Schnullerabgeben nichts zu tun. Nebenbei, den Nikolaus oder Osterhasen mit Schnullern zu belästigen, finde ich auch nicht passend. Konkret gehen Sie dann nach meiner Empfehlung so vor. Etwa 2 Wochen vor dem Geburtstag bekommt das bald 3-jährige Kind einen echten Brief von der Schnullerfee, in dem sie ihr Kommen in der Nacht zum Geburtstag ankündigt. So kann ab da jeder Abend abgezählt und dem Kind noch einmal klargemacht werden, dass es jetzt den Schnuller noch genießen soll, da es ihn ja bald nicht mehr haben wird. Am Geburtstagmorgen ist das Kind 3 Jahre alt und damit schon so groß, dass es eigentlich auch keinen Schnuller mehr braucht. Tatsächlich sind dann sämtliche Schnuller verschwunden und stattdessen findet das Kind unter dem Kopfkissen ein Ersatzgeschenk von der Schnullerfee. Damit sind unumkehrbare Fakten geschaffen. Möglicherweise kullern an den folgenden Abenden ein paar Tränen über die Wangen, aber in der Regel akzeptiert ein Kind die von der Schnullerfee geschaffene Schnullerabstinenz. Nur dürfen die Eltern danach aber auch nicht mehr einknicken. Wenn nach dem Besuch der Fee doch noch irgendwo ein Schnuller auftaucht, dann war die Übermüdung und Kurzsichtigkeit der schon ziemlich alten Schnullerfee schuld daran, dass sie es aus Versehen übersehen hat. Ihr den Schnuller nachzuschicken, wäre eine passable Möglichkeit. Ihn zu behalten, wäre angesichts des bereits erhaltenen Ersatzgeschenkes ja nicht fair. Und wenn der dritte Geburtstag als Gelegenheit verpasst wurde, dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel könnte die Schnullerfee Urlaub gehabt und nach der Rückkehr erst gemerkt haben, dass sie den Geburtstag versäumt hat und auf diese Weise in ihrem Brief die Verspätung begründen. Ansonsten läuft alles nach dem Gleichplan, nur eben später. Ich übertreibe nicht. Viele Eltern sind zunächst sehr skeptisch, wenn ich ihnen meinen Vorschlag zum Schnullerabgewöhnen unterbreite. Wird er aber 1:1 umgesetzt, ist die Erfolgsquote sehr hoch. Trauen Sie es sich und Ihrem Kind einfach zu. Wenn Sie dieses Video gut finden, liken Sie es, empfehlen es weiter, abonnieren Sie meinen Kanal und erzählen Sie vom Kinderarzt vom Bodensee.